Halb Ogren, halb Berigost. Ein Paladin, der sich zurzeit im windigen Schwindel Berigost von seinen Wunden erholt, hat mich gebeten, eine Bande von Halbogern zu vertreiben. Seinem Bericht nach sollen sie sich in den Hügeln südlich bis südwestlich der Stadt verschanzt haben. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Ja, ja, jetzt weiß es bald jeder alle Zeit mit dem Finger auf mich. Der alte Guck hat sich im Wandgewand von einer Bande armseliger Gatastroiden den Umhang vom Leib stehen lassen. Ja, ja, ich kann es schon nicht mehr hören. Und wenn noch einer einen blöden Witz darüber macht, dann serviere ich ihm seine eigene Leber zum Abendessen. Und jetzt geht weiter, damit die anderen in der Schlange auch mal lachen können. Warum erzählst du uns das? Guck ist Umhang. Guck, einem heruntergekommenen alten Zwerg in Berigos wurde sein angeblich berühmter Umhang von einer Truppe Tasloi wandelweit gestohlen. Nach unserer kurzen Begegnung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun muss, um seine schlechte Laune aufzuheitern. Ja, das widerspricht halt immer so unserer Gesinnung. Hi. Wirt. Ja, zeig mir mal deine Dienstleistung. Bei mir ist das Bier billig. Also, wir können hier was trinken. Ist nicht mal abgeschlossen, die Küchentruhe, also bedienen wir uns doch einfach mal. Wie ihr wünscht. Hier hinten schicken wir Emo hin. Wie ihr wünscht. Ja? Hier lang! Ich hab genug davon! Ihr braucht nur zu fragen. Also ja, der windige Schwindler hat definitiv Vornehme. Ugi Wissham. Hi, Ugi. Ja? Er ist ja immer noch da unten. Wen meint ihr? Dieser Björn, den ich fühle, wie er mich anstarrt, ist ein Paladin, wisst ihr? Die sind nicht richtig im Kopfe. Die sehen einen nur an und man ist abgestempelt. Da haben sie doch gar kein Recht zu. Warum, was habt ihr getan, dass ihr euch so anschaut? Ich weiß, was ihr meint. Ganz schön arrogant verdient. Ha, ihr verdient schon, was ihr bekommt. Geht mir aus den Augen. Hat er euch irgendwie bedroht? Ich weiß, was ihr meint. Ganz schön arrogant verdient. Genau, wie sie einen nur ansehen. Ich gehe jedenfalls nicht darunter, bis er nicht weg ist. Er kriegt mich auf gar keinen Fall. Hat er euch bedroht? Ja, nein, aber ich weiß, dass er nach mir sucht. Warum sollte er denn sonst hier unten sein? Klar, er sagt zwar, dass er sich ausruht und mit den Einheimischen plaudert, aber ich weiß einfach, dass er wegen mir hier ist. Also, ich bleibe jedenfalls so lange hier oben, bis er weg ist. Mhm. Warum kommt er da nicht einfach hoch und holt euch, wenn ihm so viel an euch liegt? Ich könnte ihm sagen, dass er euch nicht länger belästigen sollte. Nehmen wir mal die Frage. Damit macht man es sich doch zu leicht, oder? Nein, nein, er will, dass ich hier oben sitze und mich frage, ob er wohl weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich hier oben sitze und weiß, was er weiß. Ich weiß es einfach. Habt ihr mit jemandem darüber gesprochen? Ihr seht erregt aus. Laut neuester Erkenntnis sind ein Käfig voller Affen nicht nur halb so lustig, wie bisher behauptet, sondern auch einfach grässlich. Okay, auf Wiedersehen. Ja, Kumpel? Ja? Lass mich in Ruhe, Quellgeist. Heute kaufe ich nichts von dir. Okay. Und in seinem Zimmer wird es was zu plündern geben. Ich werde mich im Handumdrehen darum Sänger kümmern. Der Nacht. Mich kümmert's Gib nicht. Mir ich hab Kraft. Genug davon. Oh, die sind sogar offen, die Kisten. Und da ist nichts drin. Hm. Auch gut. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich brauche einen Schluck. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, wir sind übrigens an dem Spinnenhaus vorbeigelaufen. Geld, nichts. Warum auch
immer eine 6 Gold nützt, denn was? So, Spinnen. Ich hab keinen Bock zu reden. Olozar? Ja? Aha. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verbrechen. Worum wie ihr wünscht. Okay. Was ist es diesmal? Gucken wir mal, was passiert, wenn wir die benutzen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Lasst uns ordentlich verdächtigen. Okay. Der Spinnenkönigin. Vita, Mortis, möge die Dunkelheit herrschen. Okay, wann habe ich die Schnellspeicherung gemacht? Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ihr braucht nur zu fragen. Hallo, ich kann euch ein nettes Angebot machen. Ja. Ich hätte schnell speichern sollen, als wir da rein sind. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Vizio da es nicht schafft, dieses Gegengift zu trinken. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Gut, das dürfen wir alles nochmal machen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wollt. Au. Wie ihr wünscht. Hallo, ich kann euch ein nettes Angebot machen. Okay. Ja, Baldur's Gate, das Spiel, das interessant ist. Wie kann ich das? Worum geht es okay, diesmal? Jetzt macht sie sich auf den Boden. Und wieder ist Kigane gestorben. Ihr braucht nur zu fragen. Hallo, ich kann euch ein nettes Angebot machen. Dafür, wenn man nicht oft genug Quick Saves macht. Lasst sie uns ordentlich verwerten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jawohl, Sir. Hallo, ihr da. So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
mache ich hier mal ein Quick Save, dass wir das nicht nochmal machen müssen. So, jetzt wollten wir hier in einen Zauberer. Ihr braucht nur zu fragen. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Ja, die Quest habe ich schon vorgelesen. Wie wär's mit einem Whisky? Dann schlafen wir hier einmal. Ja, wie ihr wünscht. Du bist ja ein komischer Kerl, denn ich verschwinde jetzt. Schicken Imoen. Denn ich verschwinde jetzt. Hm? So. Der erzählt uns was über Feuerwein. Da war nichts drin, aber 10 Erfahrungspunkte. Da war ein Dolch drin. Und noch ein Edelsteinchen. Denn ich verschwinde jetzt. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So. Zu mir, dass ich den nachher identifiziere. Die beiden zu ihr, das zu gehen. Ja, selbst Nera ist etwas stärker als Imoen. Ja, weil Imoen nur eine Stärke von 9 hat. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Speier die Quest holen, dann wollen wir hier rein, dann feiern wir jetzt raus. Dann vor dem Spinnenhaus mal schnell Quick Save machen. Ihr da, raus jetzt! Ich will. Hey, sagt's ihnen, Marl! Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Flick nicht auf mich! Ich will keinen Ärger! Hey, klick nicht auf mich, ich will keinen Ärger. Das ist gute gegen die vierte Wand. Ich glaube nicht, dass mein Freund Marl euch mag. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ihr geht. Sprecht ihr mit mir? Hey, ihr habt doch gesagt, ihr sollt euch verisieren. Wir können keine Fremden gebrauchen. Ich nehme dich gleich hier umzuschreien. Dieses Gasthaus ist für alle da. Ich schreie rum, wie es mir gefällt. Ich habe die Nase voll von durchgedrehten Abenteuern, die sich mit allerlei zweifelhaften Gesindeln einlassen. Und dann noch Ärger hier machen. Was habt ihr darauf zu erwidern? Wir tun nur, was wir für richtig halten. Wir lösen mehr Schwierigkeiten zu verursachen. Und zumindest fast. Aha, das findet ihr also lustig, wie? Ihr bringt mit eurem Schatz die einheimische Wirtschaft durcheinander. Stört das gleichmütig der Natur. Geht groß an mit eurer Zauberkunst. Am Ende verleitet ihr noch unsere Jugend dazu, gleichfalls lustig zu finden, loszuziehen und nicht mehr dem Time zu kehren. Ihr seid ein schlechtes Vorbild, das man aus der Stadt rausbringen sollte. Werde dich wütend auf uns, nur weil jemand es so nicht damit umgehen konnte, Mamas Rockzipfel losgelassen zu haben. Hätten ihn vielleicht das Kämpfen statt des Bebauens von Scheißeckern einbringen sollen. Es tut mir leid für euch und die euren. Seht her, bevor es außer Kontrolle gerät, sollten wir einfach gehen. Haltet ein, jeder geht seinen eigenen Weg und ich werde nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden, was das Schicksal ausgehandelt hat. Wenn ihr glaubt, ihr habt, was man braucht, dann zeigt es mir. Ich nehme mal das mit dem Schicksal. Er war ein braver Junge, bis solches Lumpenpack wie ihr in der Stadt auftaucht. Ich habe ihm nichts als Flöhe ins Ohr gesetzt und jetzt ist er tot. Dafür ziehe ich euch das Fell über die Ohren. Seht her, es tut mir leid für euren Sohn und alles, aber wir hatten nichts damit zu tun. Wir möchten nur in Frieden weiterziehen. Wenn ihr zu Hause so mit ihm umgegangen seid, wäre ich an seiner Stelle auch ausgerissen. Ihr habt vermutlich die Zügel so kurz gehalten, dass ihr ihn eher erwürgt hättet, als dass ihm etwas anderes zu nahe gekommen wäre. Wenn ihr ihn so gut kanntet, wie ihr glaubt, dann fragt euch doch selbst, ob er nicht ohnehin gegangen wäre. Es ist ein Ruf, mit dem man geboren wird. Niemand kann etwas dafür. Na, versuchen wir mal badisch-diplomatisch zu sein. Das stimmt nicht. Er hätte den Hof übernommen und sich niedergelassen. Im Winter wäre er bei Donnerhammer in die Lehre gegangen. Auch Abenteuer waren nie aus.
Du hast es so gewollt mal. Spaß muss sein, aber du wirfst diesen Leuten etwas vor, wofür niemand etwas kann. Dein Junge war ein Hitzkopf, wie ich ihn nur selten einen. Nein, er hätte sich niedergelassen. Er wollte. Letztes Jahr hat er geholfen, die Kobolde aus Ungovs Bar zu vertreiben. Von dem Gold, das er dafür bekam, habt ihr einen neuen Flug bezahlt, falls du es vergessen hast. Er wollte uns was Gutes tun. Er wollte die Reiche ein wenig sicherer machen, genau wie diese Leute hier.